Ja, okay. Ich möchte doch noch gerne diese ausgestanzte schöne Blume hier einfach dahin kleben. Ich überlege jetzt, was da irgendwie günstig ist. Vielleicht mache ich das hier mit so einem Tacky Glue, was ein sehr kleines Loch hat. Das gefällt mir gut. Und diese komische Tacky Glue hat so einen tollen Verschluss und hat ein sehr dünnes Loch. Deswegen kommen da nur ganz dünne Streifen Kleber raus. Bisher funktioniert es ganz gut, obwohl einmal war es sehr flüssig. Ich glaube, man muss es immer ein bisschen schütteln, damit nicht gleich so ein großer Blob daraus kommt. So, soweit. So gut. Das finde ich so schön. Ich glaube, das lasse ich einfach so. Und hier ist natürlich echt total hübsch auch. Und hier merkt man wieder, dass es mit Uhu-Stick, nee, wie heißt der? Pritsch, nee, also dieser Glue-Stick halt doch nicht so super hält, ne? So, das muss jetzt halten. Hier habe ich noch zwei so schöne Bilder. Das hier ist von einer Sardinenbüchse, die ich mal gekauft habe, weil ich sie so schön fand. Den Künstler könnt ihr auch noch mal nachgucken. Und das habe ich selber gemalt und dann als kleines Art Journaling-Kärtchen hier mit rein gedacht. Das werde ich, glaube ich, auch einfach so machen. Das andere passt zwar auch sehr schön farblich. Naja, mal schauen. Also eine Tasche muss her. Eine Tasche. Dazu nehme ich jetzt mal die Seite raus. Dann kann man da drauf besser arbeiten. Ja, hier habe ich ein Stück Spitze jetzt rausgesucht für die Tasche. In dem Fall kann ich das nicht nähen, weil dann hätte ich die Rückseite, die mir in Gänze gut gefällt, ohne Nähte, ja irgendwie da durchgenäht. Und deswegen klebe ich das mal hier, die Spitze an den Rändern. Ungefähr in dieser Größenordnung. Bei der Spitze kommt dann immer der Kleber so ein bisschen durch. Da hat man dann die Hälfte hinterher an den Fingern. Und dann im unteren Drittel platziert, in der Hoffnung, dass das auch groß genug ist, um eines der Kärtchen da reinzustecken. Ein wenig warten. Und andrücken. Ich glaube, das ist ein bisschen zu groß. Außerdem hat das so eckige Kanten, die hängen bleiben.
hier bastel ich jetzt noch einen kleinen Tab für das Bildchen, was in die Tasche soll. Aus derselben Spitze, wie die Tasche ist. Das ist so eine Meterware, glaube ich, 2 Meter von so einer Kreativmesse. Ich noch ein paar kleine goldene Perlen auf an das Tag dran, an das Tab von dem Tag. Immer dieses Dinglisch. Ja, ich fädel die einfach da drauf und dann habe ich die, glaube ich, festgeknotet. Und das kann auch sein, dass es nur eine gewesen ist. Die wird jetzt auch noch ein bisschen festgeklebt, damit das nicht verrutscht, auch der ganze restliche Faden. Und dann ist das Ganze fertig für die Tasche. So, jetzt noch ein paar Goldspritzer. Das ist die alte goldene Watercolor-Farbe, die man immer wieder anlösen kann, solange sie irgendwie noch ausreichend vorhanden ist. Da drin befindet sich so ein bisschen schwarze Tinte, aber nur ganz leicht. Das ist auch irgendwie völlig ausreichend, aber das erklärt die schwarzen Spuren hier. So, jetzt splatter ich das hier auf diese Seite. Ja, natürlich habe ich hier auch wieder meinen Laptop voll gesplattert. Ha, ha, ha. Wie oft habe ich das eigentlich schon gemacht? Und dann werde ich noch ein wenig diese Karte hier distressen. Das ist irgendwie ein Bild von einer Ölsardinenbüchse. Den Künstler, den müsste ich echt nochmal nachschauen, weil das ist jetzt schon einige Zeit her, dass ich diese Büchse mal irgendwo gekauft habe. Da drauf steht La Perle. Milsime 2016. Also, ja, ich glaube, so lasse ich das erstmal und gucke mal, wie es weitergeht. Als nächstes möchte ich gerne hier noch irgendwas machen. Das ist so ein, ja, recht unspektakuläres Dings. Entweder mache ich da noch irgendwas zum Aufklappen. Ich hatte aber auch irgendwie die Idee, hier so einen Stoff dran zu machen. Ich habe hier so ein unglaublich tolles Bündel aus Sari-Seide gekauft. Ich bin total happy damit. Da kann man wirklich tolle Bänzel irgendwie von bekommen. Das sieht auch schön aus. Und natürlich kann man das immer irgendwie so einzeln in die Sachen mit einbinden. Da suche ich mir jetzt mal ein schönes Stückchen aus. Das hier. Oder vielleicht eher so ein helles.
Ich suche mal, was da gut passen würde. So, jetzt habe ich mir hier etwas rausgesucht, was farblich super schön passt, finde ich. Alle drei Teile. Aber ich nehme jetzt hier dieses ganz dunkle und das werde ich jetzt ohne diesen grünen Zipfel hier. Glaube ich, einfach hier dran nähen. Vielleicht mit dem bisschen Gold noch dabei. Das gefällt mir super. Das könnte man ja auch hier so umschlagen. Ja, das werde ich jetzt mal annähen. Aber zuerst habe ich beschlossen, dass ich das noch bügeln werde. Ja, das ist immer so eine Frage, will man das machen oder nicht? Sieht es dann hinterher zu ordentlich aus, aber man kann es ja eigentlich auch wieder verknütteln. Ja, nur manche Stellen, die kann man dann halt einfach schlecht annähen, wenn die so ganz verknotet hier sind oder ganz zusammengerollt. Deswegen werde ich da mal kurz mit dem Bügeleisen so ein bisschen drüber gehen. So, hier habe ich mich jetzt für dieses grünlich-lilan schillernde mit Gold Stückchen von dem Sari, von der Sari-Borte entschieden. Also es ist keine Sari-Borte in dem Sinne, sondern das sind in Stücke gerissene alte Sari-Stoffe, also Seidenstoffe. Das ist super schön. Weiß auch nicht, wer die dann irgendwie so verwertet, dass die in Stücke geschnitten werden. Aber wie gesagt, Seide in den meisten Fällen oder eben so eine Kunstseide ist auch mit dabei. Aber das hier ist, glaube ich, echte Seide. Und das ist halt einfach super schön mit diesen kleinen Goldelementen dabei. Das werde ich jetzt in so ein paar Falten gelegt hier da drauf ruffeln mit der Nähmaschine. Mal gucken, ob das gut wird. Würde ich das jetzt hier mit so einer Büroklammer befestigen. Da könnte ich im Grunde genommen diese kleinen Schnipsel hier vielleicht noch da oben dran montieren. Vielleicht dann ohne das Rot. Das Grün kann da ruhig dabei bleiben. Das kann man jetzt zusammennähen, zusammentackern, zusammenkleben. Ich entscheide mich hier mal für Nähen, weil ich glaube, das hält am besten. Haha, ich habe mich umentschlossen, weil dieser kleine Fitzel so winzig ist, dass die Maschine das nicht richtig transportiert. Also wird das eben geklebt und zu diesem Zwecke könnte man eigentlich auch noch mal Textilkleber verwenden. Den guten Gütermann, den ich glaube ich schon seit 10 Jahren habe oder so, der klebt wirklich alles, was Textilien angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Kleber das auch machen, vermutlich. Aber der wirklich extrem super. Damit geht alles. So.
kurz geklammert. Ja, wenn der Zipfel jetzt trocken ist, wird der da oben an diese Büroklammer dran gemacht. Dann habe ich nur noch diese Seite, die jetzt so ein bisschen lahm noch aussieht im Vergleich. Ja, weil ich jetzt hier diese Tasche nicht mehr so annähen kann, weil hier auf der anderen Seite schon genäht ist und dass das ein bisschen komisch aussehen würde, habe ich die jetzt einfach angeklebt und dann nehme ich hier so kleine Stempelchen, die so ein bisschen aussehen wie genäht, und die würde ich dann einfach mal da drauf machen. Habe ich jetzt auch so ein längliches Acrylbordteil. Mache ich mal in die Mitte hier. Früher habe ich mich immer gefragt, wofür sind diese Dinger gut? Ja, bis ich das dann mal herausgefunden habe, dass die für diese Clear Stamps sind. Also diese, ne, diese durchsichtigen Clear, Silikon, wie auch immer, Stempel. Hauptsächlich. Ich glaube, man kann auch diese Rubber Stamps zum Teil da drauf machen. So. Tada! Ich finde, das sieht doch schon ganz gut aus, wie genäht. Noch die Seiten. Könnt ihr das natürlich auch einfach da drüber stempeln auf die Seite, aber ich gebe mir jetzt hier mal ein bisschen mehr Mühe. Ja, doch, das gefällt mir doch gut. Sieht jetzt ein bisschen aus wie genäht. Das ist übrigens kaffeegefärbtes Papier, was entstanden ist, indem ich einfach diese Senseo-Pads nach dem Benutzen in der Kaffeemaschine auf ein weißes Blatt Papier gelegt habe. Anschließend habe ich das dann kopiert. Das ist, macht schon mal viel aus, weil das Original sieht nicht so gut aus. Aber in kopierter Form sieht das schön aus und man kann das verwenden.